Hallo und herzlich willkommen bei Delco Gamer. Neben mir sitzt der Gamer und Sarah. Ja, heute freue mich heute mein erstes Video zu machen über FIFA 10. Denn ein Kollege von mir hat mir den Channel gemacht. Ja, und ich wollte halt ein paar Videos ansetzen die nächsten Tage. Zum Beispiel Mittwochs und so über MW2, Need for Speed, solche Spiele. Ja, also, jetzt fangen wir an. Das erste Tor. Schön, erste Tor. Moin, Leute, ne? Ja, also. Boah, jetzt spricht er. Ich krieg eine Krawatte. Ich hab so eine Krawatte, Mensch. Schon das erste Tor. Alter, nicht mehr. Guck mal, wie schnell die Zeit läuft. Das Hauptthema in der Bundesliga ist jetzt im Moment Robert Lewandowski. Bayern wollten ihn haben, Arsenal, der kann sich nicht entscheiden, ob er zu Bayern oder zu Arsenal wechselt. Und so. Ja, also, naja, die meisten sagen ja, dass er nach Bayern wechseln wird, was ich eher nicht wirklich glaube, denn ja, Arsenal will ihn ja haben und ja, will er dann, so gesagt, bei den Bayern, da wird er ja eh nur auf der Bank sitzen und so. Welche Gamer, sag du mal was dazu? Ganz ehrlich, ich würde auch nicht mit meiner ganze Zeit auf der Bank sitzen und ja, gar nichts machen. Ja, aber bei Arsenal ja. Würde er auch sitzen. Nee, ich glaube nicht nur. Also, wer weiß. Ja. Kann ja auch bei den Bayern sein, dass er nicht mehr so zu wird. Also, wer weiß, ne? Kommt alles auf hin. Ja. Nein, das beste Beispiel, so gesagt, wer war das da mal? Glaube ich, Juri Schein. Ja, Schein, ja. Ja, auch von den Dortmundern war, ich weiß jetzt nicht, wo der war. Von Madrid. Ja, Madrid. Und da saß er ja auch noch auf der Bank. Und jetzt kam er wieder zu Dortmund, glaube ich. Nein! Ja, zu Dortmund. Ja, nach Dortmund. Und ja, das beste Beispiel, da saß er ja auch noch auf der Bank. Jetzt kommt er wieder nach Dortmund. Und. Und das wird, glaube ich, auch mit Lewandowski passieren. Kann man wissen, weil Gomez wechselt vielleicht auch nach Arsenal, weil die haben Interesse auch. Die haben auch Interesse an Gomez. Wer will schon Gomez? Ich glaube, Arsenal oder Madrid? Nein, Madrid, Real Madrid hat Interesse. Bayern hat einfach zu gute Spieler, die nur auf der Bank sitzen. Warte, gekauft? Ja. Ja, Dortmund hat auch gekauft. Dortmund züchtet. Nein, ich höre das jetzt. Mein Sprichwort ist, Dortmund züchtet, Bayern kauft. Ist ja. Oder. Irgendwann sind alle Dortmund-Spieler bei Bayern. Da wird nur noch gekauft. Die Schweine da ist rausgelassen. Die Bayern, die versuchen einfach jeden Spieler zu sich zu holen, damit sie einfach freie Bahn haben. Ja. Und es gibt noch ein Hauptthema in der Bundesliga. Sogar zwei. Pep Guardiola. Ob er jetzt wechseln wird oder nicht. Ich denke wahrscheinlich schon. Ja, das war knapp eben. Wisst ihr schon was über den Trainer, dass er nach Bayern wechseln wird? Also, was soll ich dazu sagen, ne? Weil Jupp Heynckes war eigentlich auch gut und erfolgreich, ne? Danke. Ja. Klopp auch. In Dortmund. Okay. Ja, klar. Super angetäuscht. Ah, das war's. Hätte ich da gepasst. Ich habe zuerst das Motto in den Kopf gefickt, beim FC Schalke 04. Die haben richtige Probleme. Das gehört ja richtige Probleme. Mit wem spielst du eigentlich? Mit Schalke, ne? Ja, ich bin Schalke. Wieso sind die so schlecht? Keine Ahnung. Ja, was ist los hier? Kann man sehen, vielleicht wird am Ende noch Elfmeterschießen sein oder nicht. Lassen wir uns überraschen. Wenn du gegen mich immer spielst, dann gibt es keine Elfmeterschießen. Dann ein Sieger oder ein Verlierer, ne? Und du frierst immer. Deswegen muss Schalke jetzt unbedingt aufholen. Beziehungsweise ein Tor schießen, damit es Elfmeterschießen gibt. So, da ergibt sich jetzt eine Lücke. Keine Chance gegen Gladbach.
Und der Schalke ist so gut. Vor 20. Minute. Ja. Da muss ich mich mal zu warm reichen. Der Schalke. Jetzt lauf doch! Lauf! Ja. Er versucht sich nur, Schalke ist immer schnell, die Spieler. Ja, sie. Ja, da sieht man. Der spielt jetzt ein Bayern. Und Reus. Er hat denn vorgespielt. Hier in Gladbach. Ach so. Und Reus doch auch. Ja, Reus. Bei Dortmund. Und da zeigt er sich schon gut, ne? Mit Freistößen und so. Also ein klasse Mann. Komm, mach ein Tor. Jetzt hat er alle Optionen. Die Anspielstation. Ecke. Das ist, glaube ich, die erste Ecke für Schalke, oder? Okay. Ja, der Eckball direkt in die Hände. Tor! Was war das denn? Wir haben das extra gemacht. Ja. Sagen die meisten. Das ist doch wunderbar. Ah, sagen die meisten, okay. Ballung wieder da. Es ist nicht mehr lange zu spielen und es steht unentschieden. Naja, das ist sehr schön. Sehr spannendes Spiel, noch die letzten paar Sekunden. Schiri, faul! Wow. Was hast du eigentlich gemacht? Du kriegst doch Freistoß! Guck mal, rot! Ja, rot! Wieso rot? Es gibt auch gleich, wieso rot? Es war doch nichts. So. Es gibt wieder rot. Karte. Wieso? Also wenn das jetzt gleich Ausgleich gibt, ne? Was heißt Ausgleich? 1 zu 2. Oh! Komm, wiederholen. Das muss sein. Es fehlt von ihm nur ein kleines Stückchen. Boah, das ist schon ein guter Schuss. Muss ein bisschen tiefer. Ja, das ist 1 zu 1. Schreiben wir ins Elfmeterschießen. Elfmeterschießen? Ja. Das würde ich mal sagen. Ja, oder Verlängerung. Elfmeterschießen, ne? Verlängerung. Okay, Verlängerung. So, das war der Anstoß zur ersten Halbzeit. Laufst du es vorne, sonst reißt dich wieder aus. Bäh. Junge! Wieso klappbar? Wieso klappbar? Tor! Ja, Mann! Nein, Mann! Der läuft einfach nur durch, ne? Er spielt da jetzt gerade eigentlich Reus, also bei Gladbach jetzt. Ich weiß nicht, also jetzt bei FIFA gerade. Ja, kann sein, ne? Ich sehe gar nicht so gut. Was ist da los? Ich sehe nur Dante, ne? Muffin Dante heißt der. Ja, weil er wohl den Namen bekommt. Das war doch gar nichts! Ja klar, Hand, ne? Schiri, kauf dir eine Brille. Geh zu Fiemann. Fiemann. Fiemann, beste Marke, Alter. Nur raus mit dem. Genau, nur raus. Au. Oh. Ja. Ja. Da war doch nichts. Boah, ist das zum Kotzen ist das. Ja. Wo hast deine Ausprüfung? Wo hast du deine Prüfung gemacht? Beim Esel oder was? Viel Mann. Da, wo er seine Brille eigentlich holen sollte. Nee. Ich weiß, wo er seine Brille hat. Ego for you. Jetzt rein. Gott. Ego for you. Der hat hier angefangen. Bei den Esels. Esel gegen Esel. Als Spielkommentator. Und ja. Das Ende ist Achiri. Zweite Hälfte der Verlängerung. Es bleibt vielleicht 2:1 für die Gladbacher. 106. Schalke muss ich mal ein bisschen. Warte, ich will noch wechseln.
Sommer. Na, ihr Flüstertanten. Okay, ihr Flüstertanten, seid ihr fertig? Flüstertanten. Flüstertanten. Ja, ich weiß. Gladbach wird gewinnen. Gib dein Bestes dann. Schaffst du noch Ausgleich oder so? Und dann 11 Meter, ne? Glaube ich. Ja, muss 11 Meter sein. Außer Gladbach macht noch ein Tor. Ja. Oh. Schieß mal raus. Das ist Kevin Kurani. Kevin Kurani ist eine Salami. Kevin Kurani? Nein, das ist nicht. Kann sein, dass ich Marco Reus rausgenommen habe. Ja, er muss ja weitermachen. Deswegen ist er jetzt vom Fest. Ist doch cool, ne? Na? Na, geht mir doch. Jeff, wir sind verfahren, hab ich. Komm, nimm dir den Ball. Nein, Mann. Und mach ein Tor. Wir wollen mit Meterschießen machen, oder? Ja. Cool. Ey, das ist voll unser Spiel, Leute. Echt, ne? Ja. Max. Ich bin schon ein richtig. Ich lauf von dir schon weg. Und jetzt muss er schießen. Oh, mein Gott, ey. Unbedingt. Das macht Spaß, ne? Okay, ja, ja, Kevin. Mach weiter, so geht es. Jesus Maria. So, das ist hier ein offener Schlagablauf. Oh, wie dumm der Schuss. Also da hat der Torwart natürlich nur ein müdes Lächeln für übrig für einen solchen schwachen Schuss. Ja, da hat er falsche Entscheidung. Ja, jetzt kommen wir ins Spiel. Weitermachen. Gibt es keine Verlängerung mehr? Elfmeterschießen. Ja, jetzt Elfmeterschießen. Ja. Ich werde nichts bearbeitet, ne? Weitermachen einfach. Ja. Ja, mach weiter. Ah, ich hab doch. Achso. Oh, oh Mann, der Bauer gibt. Oh, Gladbach schießt erster. Ah, er ballert den Schein. Ja. Ja, Mann! Nein! Ja! Drüber! Ja! Letzter Schuss vielleicht? Ja, und Gladbach hat gewonnen. Und bitte abonniert meinen Channel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal bei Delco Gamer. Und ja, morgen kommt von mir ein Video raus. Ne? Also, mein Channel wird unter dem Video noch reingestellt. Ne? Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal.